Liebesbrief des Grafen Christoph Botjani an den Martin Sarkozy 1674. Und hier ist die Usopagerie durch den Nationalsozialisten und pro adiveses Geroburgenland Peter Schelte bis Siedlung Chansina. Also ein ganz wichtiger, solche Schutzbriefe kennen wir aus der jüdischen Community. Also das ist eigentlich das erste Dokument einer dauerhaften Ansiedlung. Dieses Denkmal, wie gesagt, steht auf einer Kreuzung, wo im Prinzip einerseits die Arbeitsgruppen vom Lager. O Genfer Gero Projekto einfach weg, Le Gerhard Baumgartner-Rister, Le Herbert Brett-Lister, Bud historische Kippengere, Le archivarische Quelgialakla, Save i Existenza ad alle Siedlung Gender, Le Sole Genenza Gerdo Ulo Dokumentierinel. Naja, in Grotenau haben wir schon ein paar Probleme noch, was die Quellenlage betrifft. Wir haben zwar nach 1945 einige Opferfürsorgeanträge, wo es Beschreibungen auch gibt. Es fehlen uns aber vielfach Daten aus der Zwischenkriegszeit. Also es fehlen uns beispielsweise auch Fotos von Grotenau. Wir haben keine Roma-Fotos, die direkt Grotenau, die Siedlung oder auch die Menschen, die hier gelebt haben, zeigen. Aber es wird mehr, besonders beim Nationalsozialismus, wo es immer wieder neue Daten aufblocken, wo immer wieder Grotenau auch dargestellt wird. Ja, es sind hier ungefähr 150 Personen gewesen in den 1930er Jahren. Also wir haben diese Zählungen von 33 und 36 und das waren 40% der gesamten Ortsbevölkerung. Wobei ganz interessant ist hier, dass die Roma in Grotenau katholisch waren und Grotenau eigentlich evangelisch ist und dadurch haben sie eigentlich die Mehrheit der katholischen Bevölkerung gestellt. Das Ziel ist, die Leute zu sensibilisieren, aufzuzeigen, welche Bevölkerungsgruppe auch hier mit ihnen gelebt hat, weil 40% ist ja doch eine große Anzahl. Und vielleicht gibt es auch Personen, die uns hier bei den Recherchen weiterhelfen können, die vielleicht auch Dokumente oder Aussagen bestätigen können. Also für mich wäre es auf jeden Fall eine Wunschvorstellung, wenn es hier auch ein Zeichen geben würde, das hier gedenkt oder aufzeigt, wer hier gelebt hat und was mit ihnen passiert ist. Denn es sind ja, glaube ich, nur ganz wenige, also ich glaube 15 bis 20 Personen, die zurückgekommen sind. Also ich glaube, 3 Familien sind zurückgekommen. Also es wäre schon sehr wichtig, dass man aufzeigt, was mit den anderen Gemeindemitgliedern hier passiert ist. Arbeit tätigen. Gleichzeitig beginnt auch die erste zaghafte wissenschaftliche Aufarbeitung der Roma-Verfolgung. O Herbert Brettl-Gammler an die Brigenwa sichtbar machen, Erinnerungslandschaft, Orte und Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Burgenland, o Mindenfelitico de Zeichnender, Gondolipes Gere Tablini, Grobos Gere Tana, Gondolipes Gere Bara, de Dokumentierinel, te ibrigale opferender uprete sikal te pal gondolipe uprelende de kerel. Sie wurden auch nicht wahrgenommen, sie haben auch keine Fürsprecher gehabt, irgendwie in der Politik oder in der Kunst und so weiter. Das hat mein Argument ist, was soll uns hier schaden oder so? Also was haben Sie zu befürchten, wenn wir da irgendeine Gedenkstätte anbringen? Das ist meine Frage dazu. Das Resümee lautet für uns, ein Mahnmal, ein Denkmal zu setzen. Eindeutiges Resümee aus dem heutigen Tag. Und auch die Kritiker und Skeptiker dazu zu überzeugen, dass sehr wohl vertriebene und massiv getötete Personen ein Anrecht haben, mit einem Denkmal wiederbelebt zu werden. Für mich wäre der Platz wirklich sehr gut. Da ist die Kirche, daneben diese evangelische Turmschule, auch eine, wo Messen gefeiert werden, mehr oder weniger. Dort steht auch das Kriegerdenkmal. Es ist aber dort eine sehr große steinerne Wand dabei, an der man meiner Meinung nach sehr schön eine Tafel anbringen könnte. Und mein Argument ist auch, für mich sind diese Roma, die da umgekommen sind, sind sie ebenfalls Opfer des Krieges. Sie sind genauso Opfer des Krieges wie die Soldaten, die gefallen sind. Dass wieder eine Anwerbung gab an Arbeitskräften, einerseits fürs Holzbau, einerseits für Bergarbeiter oder wie gesagt also für Nagelschmiede und Aja Girati o Roma Organisation de Nipo an der Grotnau u Projoma Gero Rodipe le Romendar an der Grotnau Pumenkerde. Das ist dieser Teil des jüdischen Friedhofes in Lackenbach auf der rechten Seite, wo eben die
Roma und Sinti praktisch, die im Lager gestorben sind, begraben wurden. Und einige Sinti-Familien haben dann in den 1990er Jahren begonnen, Gedenkgrabsteine und ein Gedenkkreuz für die Toten von Lackenbach.